Hallo meine Lieben, heute ist Valentinstag. Ich habe von meinem Schatz diesen wunderbaren Strauß Rosen bekommen und ich dachte mir, ich revanchiere mich bei ihm mit einem leckeren Abendessen. Und zwar mit etwas, was er richtig gerne isst, was ich aber sehr selten koche. Und zwar gibt es heute Königsberger Klopse. Wie ihr seht, habe ich hier schon einige Zutaten vor mir. Das sieht erstmal alles recht unübersichtlich aus, kunterbunt durcheinander. Und wir fangen jetzt erstmal an. Wir machen uns erstmal eine Brühe, wo wir hinterher die Königsberger Klopse drin kochen. Für diese Brühe brauchen wir auf jeden Fall Wasser. Und dann habe ich hier so ein kleines Tellerchen. Da haben wir, ups, hier rollt das schon alles durcheinander. Dann haben wir hier vorne einmal eine Zwiebel. Dann haben wir Nelken, Lorbeer, der Piment, der hier durch die Gegend rollt. Und dann habe ich hier noch ein kleines Gläschen mit Salz und Pfefferkörnern. In den Sud für die Königsberger Klopse kommt noch ein bisschen Zucker mit rein, ein bisschen Zitronensaft und ein ganz kleiner Spritzer Kapernsoße. Also nicht Kapern, sondern diese Kapernflüssigkeit. Dann brauchen wir nachher für die Königsberger Klopse selber, brauchen wir natürlich Hackfleisch. Dann habe ich hier Paniermehl, ein Ei, ein bisschen Rinderbrühe und ein bisschen Paprika und Pfeffer. Und anschließend für die Soße zu den Königsberger Klopsen, da machen wir uns eine schöne Mehlspitze. Da brauchen wir dann Mehl, also Weizenmehl, oder ihr könnt auch Dinkel nehmen, wenn ihr keinen Weizen vertragt, also keinen Gluten vertragt. Dann brauchen wir noch Butter. Und die Flüssigkeit für die Königsberger Klopse-Soße wird nachher die Kochbrühe werden von den Klopsen. Als erstes habe ich jetzt das Wasser erstmal in den Topf gegeben, das war ungefähr ein Liter. Dann habe ich jetzt hier die kleine Zwiebel, die habe ich mir schon gepellt. Und werde die jetzt ganz lustig spicken. Und zwar gebe ich jetzt die Nelken und das Lorbeerblatt, nicht alles einzeln hinein, in das Kochwasser, sondern lege mir hier um die Zwiebel mein Lorbeerblatt herum und werde das Ganze dann wie ein Blatt Papier quasi an der Pinnwand mit einer Reißzwecke, also die Nelke ist in dem Moment jetzt meine Reißzwecke, piekse mir jetzt hier durch das Lorbeerblatt in die Zwiebel hinein und stecke mir damit jetzt einmal das Lorbeerblatt an der Zwiebel fest. Mit dem anderen mache ich es genauso mit dem zweiten. Ich habe jetzt natürlich nur noch eine Nelke, dummerweise. Steckt das hier schön in die Mitte. Das könnt ihr auch machen, zum Beispiel, wenn ihr Sauerkraut oder Rotkohl oder sowas kocht. Und schmeißt jetzt einfach die Zwiebel hier ins Wasser rein. Das klappt wunderbar, das hält also auch während des Kochens. Dann der Piment dazu. Und Salz und Pfeffer. Das ist jetzt ungefähr ein Teelöffel Salz. Und die Pfefferkörner. Das Ganze wird jetzt aufgesetzt. Darf ruhig sprudeln, einmal kochen. Dann wird es runtergestellt und der Deckel kommt drauf. Was ich gerade noch vergessen hatte, ich habe gesagt Kapernflüssigkeit. Vorsicht. Knack, das knackt nicht. So, da geben wir jetzt hier einfach mal so einen Spritzer mit dazu. Der ein oder andere kennt das wahrscheinlich nicht. Hier noch ein bisschen Zucker. Aber das gibt nachher noch wieder ein bisschen mehr Geschmack, sowohl an die Königsberger Klopse als nachher auch logischerweise an die Soße, wobei ja sowieso Kapern und ein bisschen Kapernflüssigkeit nachher noch in die Soße kommen. So, jetzt geht's aber ab auf den Herd. So, jetzt mischen wir uns als nächstes unser Hackfleisch. Das ist jetzt eine Menge für zwei Personen. Da gebe ich jetzt in das Hackfleisch, das gemischtes Hackfleisch, Rind und Schwein, gebe ich jetzt als erstes Paniermehl mit rein, ein Ei, ein bisschen Zucker, ein bisschen Rinderbrühe und Paprika und Pfeffer. Das Ganze vermische ich jetzt einfach, bis es eine homogene Masse ergibt. Als kleinen Tipp, wenn ihr größere Mengen Hackfleisch habt, könnt ihr die auch locker mit einem Handrührgerät oder mit der Küchenmaschine, mit dem Knethaken mischen.
Das ist also gar kein Problem. Ich habe jetzt hier gerade nur 300 Gramm. Aber ja, für Großfamilien oder Feiern, die dann mal so 2, 3, 4 Kilo Hack verarbeiten müssen, da eignet sich wunderbar dann die Küchenmaschine oder eben die Knethaken vom Mixer. Ich habe jetzt hier eine homogene Masse und fange an, mir daraus gleichmäßig große Klopse zu drehen. So, die Klopse sind jetzt soweit fertig gedreht und wir sehen uns gleich. Die Brühe für die Königsberger Klopse ist jetzt soweit fertig. Ist einmal aufgekocht, dann habe ich sie auf die halbe Hitze gestellt. Und jetzt können die Königsberger Klopse hinein. Unsere Königsberger Klopse baden jetzt und ich stelle die Temperatur oder die Hitze von der Platte nochmal auf höchste Stufe, sodass das Ganze nochmal ein bisschen stärker erhitzt wird. Dass die Königsberger Klopse fertig sind, könnt ihr daran erkennen, wenn sie an der Oberfläche treiben. Wie ihr seht, sind unsere Königsberger Klopse jetzt schon so ziemlich fertig, also sie schwimmen definitiv schon an der Oberfläche. Ich fange jetzt ganz flugs mit der Soße an. Und zwar schmelze ich mir dafür erstmal die Butter in einem kleinen Topf auf höchster Stufe. Während die Butter schmilzt, gebe ich mir jetzt schon mal was von der Fleischbrühe von den Königsberger Klopsen durch ein kleines Sieb hier in den Messbecher. Das heißt, ich nehme jetzt einfach eine Kelle von der Brühe. Da schwimmen jetzt noch so Fleischstückchen drin. Und gieße das jetzt. Hoppla, jetzt habe ich hier gekleckert. Gieße das jetzt einfach hier durch das Sieb. Sodass ich gleich schon mal für unsere Königsberger Klopse-Soße Flüssigkeit habe. Ich kann jetzt meine Königsberger Klopse auch schon ausstellen. Können jetzt zum Schluss nur noch einmal richtig, also gar ziehen. Die Butter ist jetzt geschmolzen und ich gebe jetzt das Mehl hinzu. Bis das Ganze Klumpen bildet. Die Hitze habe ich wieder auf die Hälfte reduziert. Nun darf das Ganze wieder ein bisschen Farbe bekommen. Das reicht mir jetzt so und ich gebe jetzt in kleinen Schlucken die Fleischbrühe dazu. Und verrühre das Ganze erstmal, bis mir ein zäher Brei entsteht. Das Ganze mache ich deswegen, damit mir, wenn ich jetzt die komplette Flüssigkeit dazugeben würde, damit mir nicht sofort Klumpen entstehen, was oftmals bei Mehlschwitze das Problem ist. Und indem ich halt immer wieder kleine Schlucke dazugebe, das Ganze zu einem, ja, anfangs zähen Brei verrühre und später dann halt so eine puddingartige Konsistenz bis zu einer Soße oder bis zu einer soßigen Konsistenz dann irgendwann, umgehe ich das Problem, dass ich Klümpchen bekomme in der Soße.
Also jetzt immer weiter rühren, auch wenn das erst so aussieht, als wenn es Klümpchen gibt. Einfach immer weiter rühren, gar nicht beirren lassen. Jetzt bildet sich halt wieder dieser zähe Brei. Den möchte ich auch ganz gerne haben. Und das Ganze, wie gesagt, bei kleiner Hitze, weil euch sonst das Ganze anbrennt. So, jetzt ist es wieder so ein zäher Brei. Jetzt gebe ich wieder Flüssigkeit dazu. Und rühre das Ganze wieder vorsichtig weiter. Jetzt sieht das Ganze aus wie ein etwas dickerer Pudding. Wieder etwas Flüssigkeit dazu. Langsam kommen wir unserer Soße immer näher. Wieder noch ein bisschen Flüssigkeit dazu. Ich gebe jetzt schon mal die Rinderbrühe noch hinzu, die noch übrig geblieben ist von vorhin. Dazu schon mal Zucker und schon mal etwas Zitrone. Ich habe jetzt dieses Zitronensaftkonzentrat genommen. Ihr könnt aber auch richtigen Zitronensaft nehmen, entweder ausgepresst aus einer frischen Zitrone oder es gibt ja auch diese kleinen Flaschen mit Zitronensaft, was eben kein Konzentrat ist. Mit dem Konzentrat müsst ihr natürlich etwas sparsamer umgehen. Unsere Soße ist jetzt erstmal soweit fertig und im Prinzip müsst ihr jetzt nur noch nach euren individuellen Wünschen abschmecken. Mit ein bisschen Zitrone, Zucker, Salz, Pfeffer oder noch ein bisschen Kapernsoße, je nachdem wie ihr das am liebsten mögt, in welche Richtung. Ob ihr es lieber ein bisschen saurer mögt, ein bisschen süßer mögt, ein bisschen mehr nach Kapern, ein bisschen salziger, ein bisschen kräftiger gewürzt mit Pfeffer. Das bleibt jedem selbst überlassen. Und so sehen unsere Königsberger Klopse nun aus. Ihr könntet dazu jetzt als Beilage Kartoffeln oder Kartoffelbrei essen, je nachdem wie ihr das mögt. Es gibt auch Menschen, die essen dazu Reis, so wie mein Liebster zum Beispiel. Und ja, ich bin damit jetzt auch am Ende angekommen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, schaut euch mal meine anderen Videos an, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da und abonniert mich auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Guten Appetit!